Jeden zweiten Samstag, wenn sich die Spieler des 1. FCK für den Kampf um die Bundesliga-Punkte bereitstellen, sitzt auf der Stadiontribüne ein junger Mann und schaut mit traurigen Augen auf den grünen Rasen. Lutz Eigendorf. Vor einem halben Jahr war er selbst noch mit dem Ostberliner Fußballclub Dynamo ins Stadion Betzenberg in Kaiserslautern eingelaufen. Als Dritter, direkt hinter dem Torwart. Er trug die Rückennummer 4. Seine Mannschaft war damals ungeschlagener Spitzenreiter der DDR-Oberliga. 7-mal hatte er für die Auswahl des anderen deutschen Staates gespielt, hatte dabei 3 Tore geschossen und damit 2 Begegnungen entschieden. 8 Tage später sollte er wieder, diesmal in Budapest, gegen Ungarn spielen. Lutz Eigendorf spielte nicht. Er spielte überhaupt nicht mehr, denn einen Tag nach der Begegnung seiner Mannschaft mit dem 1. FCK, die die Pfälzer mit 4:1 gewannen, setzte sich Lutz Eigendorf von seiner Truppe ab und blieb im Westen. Ein halbes Jahr ist inzwischen vergangen. Lutz Eigendorf hat sich in Kaiserslautern gut eingelebt. Viele Freunde gewonnen, man kennt ihn, obwohl er aufgrund seiner Sperre durch die FIFA nicht mehr im Rampenlicht der Sportbühne steht. Der ehemalige Berliner hat sich direkt im Zentrum der Stadt eine kleine Wohnung gemietet. Ein Zimmer, Küche, Bad, Balkon. Es fehlt noch einiges, denn er besaß ja vor einem halben Jahr nur das, was er auf dem Leibe trug. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Ungelöst dagegen bleibt ein anderes Problem. In Ost-Berlin hat er Frau und Kind. Die Verbindung ist abgerissen. Er hat gehört, dass seine Frau die Scheidung einreichen musste. Lutz Eigendorf, was machen Sie, wenn Sie nicht Fußball spielen, abends beispielsweise? Ja, abends höre ich gerne Platten, zum Beispiel von Peter Maffay. Und wenn ich also nicht im Training bin, bin ich bemüht, viele Ausgleichssportarten zu machen, zum Beispiel wie Tennis oder Billard, so und dergleichen. Haben Sie zu einem der Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern ein besonders gutes Verhältnis oder kommen Sie mit allen gut klar? Haben Sie auch gesellschaftliche Kontakte mit den Spielern und ihren Familien? Ja, es ist so, dass ich normalerweise mit jedem Spieler der Mannschaft gut auskomme. Manchmal bin ich mit einem Mann Zbonga zusammen, weil der eben noch nicht verheiratet ist und da mal eine Stunde mehr Zeit hat für mich abends. Ja, Sie sind jetzt genau ein halbes Jahr hier in Kaiserslautern. Wenn man Bilanz sieht, hat es sich für Sie gelohnt? Hat es den Erwartungen entsprochen oder haben Sie sich alles ein bisschen anders vorgestellt? Ja, ob es meinen Erwartungen entspricht, kann ich jetzt noch nicht beurteilen, weil ich ja mit dem Ziel hier rübergekommen bin, einmal in der Bundesliga zu spielen. Diese Frage wird sich erst klären, wenn meine Sperre also abgelaufen ist. Zurzeit bin ich also zufrieden, ich fühle mich wohl hier in Kaiserslautern, ich bin von der Mannschaft gut aufgenommen worden und rundum kann man sagen, dass ich bis jetzt zufrieden bin. Stehen nicht die Trainer drüben und die Mannschaften auch unter einem Erfolgszwang seitens der Sportführung der DDR? Ja, stimmt, die Trainer drüben, die haben eben nicht so eine freie Wahl, wie sie ihr Training gestalten wie hier drüben. Sie müssen mehr oder weniger nach Plänen arbeiten, was meiner Meinung nach für den Fußballsport insgesamt nicht von Vorteil ist. Haben Sie noch Kontakte mit drüben, mit Ihren ehemaligen Mannschaftskameraden, mit Nachbarn, mit Freunden? Gar nicht mehr. Das ist also nicht der Fall. Den einzigen Kontakt, den ich momentan noch habe, ist telefonisch mit meinen Eltern. Zweimal am Tag fährt Lutz Eigendorf zum Training mit der Bundesligamannschaft auf den Betzenberg. Denn am Tage der Aufhebung seiner Sperre, das wäre im günstigsten Falle im kommenden März, will der 23-jährige Berliner fit sein. Fußball ist nun einmal sein Leben. So war das auch drüben in der DDR. Mit 7 Jahren begann er bei einem kleinen Verein in der Mark Brandenburg. Mit 14 wechselte er zum Oberligaverein BFC Dynamo, dem Sportclub der Volkspolizei. Von dieser wurde er auch nach Abschluss der Schulzeit als Verwaltungsangestellter beschäftigt. Sein Hauptarbeitsfeld blieb jedoch der Fußballplatz. In seiner neuen Umgebung hatte er erst einmal Pech. Beim Training verletzte er sich an der Achillessehne. Erst seit ein paar Tagen ist sein Fuß aus dem Gips. Ein bisschen früh sein. Zunächst machen wir ein bisschen Laufarbeit und Gymnastik und dann sehen wir mal, was wir mit dem Ball machen können. Ja, gut. So muss er sich erst einmal mit einem leichten Aufbautraining zufrieden geben, ohne den verletzten Fuß zu belasten. Masseur Henry Loch hilft ihm dabei. Ein bisschen aus wie am Bauch.
und jetzt zu mir. Geh mit der Zeit. Ich hab's gesehen. Und noch zwei. Wie beurteilen nun seine Mannschaftskameraden den Fußballflüchtling von drüben? Lutz Eigendorf ist ein sehr sympathischer Junge. Er ist zu uns gekommen. Wir beide sind dicke Freunde geworden. Ich habe versucht, da ich auch alleinstehend bin, dem Lutz in Kaiserslautern ein bisschen zu helfen mit den Umgangsformen, dass er sich hier zurechtfindet. Und daraus ist bei uns beide eine gute Freundschaft geworden. Und ich schätze den Lutz, weil er ein sehr anständiger, korrekter und sympathischer Junge ist. Ich helfe ihm auch ein bisschen in seinen Sachen zwecks Steuer und mit seinem Verdienen. Sie kennen das nicht da drüben. Und ich glaube, das ist ein sehr schwieriger Punkt für ihn, was er hier mit seinem Geld und so, was er macht. Und ich versuche ihm nur kleine Tipps zu geben und ich glaube, er ist auch sehr dankbar dafür, wenn er sowas bekommt. Eigendorf wird in der Gehaltsliste des 1. FC Kaiserslautern geführt. Dafür trainiert er die B-Jugendmannschaft des Vereins, die vorher einmal der bekannte Lauterer Nationalspieler Werner Liebrich unter seinen Fittichen hatte. Davon werden wir 15 Minuten oder 20 Minuten Aufwärmarbeit machen. Wir werden dann im Anschluss daran unser Torschusstraining machen am Dienstag und zum Schluss noch ungefähr 15 bis 20 Minuten ein Spiel absolvieren. Die Gruppen haben wir schon eingeteilt. Kommt, Jungs, drei Mann zusammen. Die ersten drei, dann die nächsten drei. Stellt euch mal gerade so hier in die Reihen hin. So. Die jungen Spieler sind mit großer Begeisterung bei der Sache und der Erfolg blieb nicht aus. Der Angstgegner TSG, gegen den man im vergangenen Jahr noch mit 2-6 verloren hatte, wurde nun mit 5-0 geschlagen. Welchen Wert hat Lutz Eigendorf für die Bundesligamannschaft des 1. FC Kaiserslautern? Hierzu Trainer Karl-Heinz Feldkamp. Mit Sicherheit hat er eine Chance. Wenn man überhaupt im Training was beurteilen kann, dann ist es die hervorragende Leistung des Lutz Eigendorf. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir in diesem Jahr zur Verfügung hätten, wäre die Mannschaft um 10% stärker. Und ich hoffe nur, dass eben die wenige Spielpraxis bis zur Spielberechtigung nicht an seinem Leistungsstand und an seiner Leistung, an seinem ganzen Können nagt. Für meine Begriffe ist einer der stärksten Abwehrspieler, die ich momentan in meiner Mannschaft hätte. Jeden zweiten Samstag, wenn die Spieler des 1. FC Kaiserslautern zum Kampf um Bundesligapunkte auf das Spielfeld laufen, sitzt auf der Stadiontribüne ein junger Mann mit 23 Jahren im besten Fußballeralter und wartet sehnsüchtig auf den Augenblick, in dem auch er wieder mitspielen darf. Meiner Meinung nach ist das Schlimmste für einen Fußballer, wenn er gesund ist und trotzdem nicht spielen darf und jeden Sonntag das Punktspiel seiner eigenen Mannschaft per Zuschauer verfolgen muss.